Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Myth of the Vault, das goldene Herz, der sechste Teil der Myth of the Vault Reihe. Und kurze Zusammenfassung, wir sind gesagt die Auserwählte, die das Ganze wieder zurechtbiegen muss, weil ein, ja sagen wir mal so, nach Reichtum und Ruhm Idiot natürlich die Drachen erzürnen muss, oder den einen Drachen. Naja, und jetzt müssen wir ihn auch noch retten, was ich eigentlich nicht machen will. Aber ich muss ja, ich bin ja der herzhaft Gutmensch schlechthin. Jetzt muss ich nur schauen, was hier gefragt wird. Ein Flamingo. Sowas wie eine Gießkanne. Ein Kaktus. Der da oben ist. Eine Schleife. Eine Traube. Und ein Herz. Okay, ich hätte gedacht, das wäre jetzt ein Herz. Weil das sah aus wie so ein kleines rosa Plastikherz. Ja. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen kombinieren. Weil sonst wären hier diese Schriftzüge nicht farbig untermalt. Klick, Klack, Kugeln. Alles klar, wir brauchen Klick, Klack, Kugeln. Und die Frage, wo sind diese Klick, Klack, Kugeln? Hier irgendwas. Ah, hier, schaut mal. Da war die Schnecke. Da ist die Harke. Da ist der Dolch. Da ist die Sandale. Das heißt eigentlich anders. Die heißen nicht Sandalen in der Mythologie. Die heißen... Oh, wie heißen sie? Die haben einen ganz bestimmten Namen, diese Schuhe in Asien. Wäre schön, wenn das jemand mir in die Kommentare schreiben würde. Weil ich komme jetzt nicht drauf. Klick-Klack-Kugeln. Ich brauche noch eine Kugel. Mal sehen, wo ist denn hier noch eine... Da haben wir doch noch eine Klick-Klack-Kugeln. Ich bin Jäger, den du nicht kommen hörst. Ein Tiger. So, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Ich erstmal wieder zum... Mach ich das mal hier hin? Oder war das hier? Nee, das war nicht hier. Das, glaube ich, war hier drin. Nee, bei dem Haus der... Genau, hier. Hier war das drin. Okay, ich krieg den, der nicht hören will. Das heißt, ich brauche einfach nur hier rausgehen. Hier hin. Muss die nur richtig. Oh. Das ist schon mal richtig. Info. Wähle die Kachel aus, deren Symbol zu der leuchtenden. Passt, bis alle umgedreht sind und sich das Tor öffnet. Was zu der passt? Ach so, muss ich das verstehen. Das ist ein sehr cooles Rätsel. Gefällt mir. Da. Da. Da.
Und alles schon da. Tor ist offen. Es ist richtig schön hier. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, mich umzusehen. Ja, wer hätte das nicht bei sowas Schönem? Oh, das sieht aus wie Einzelteile eines Bootes. Muss ich mich natürlich gescheit umschauen. Das gehört wohl, da gehört wohl ein Mond hin. Okay, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu entdecken alles hier. Ja, wow. Ach, das ist eine Armbrust. Ach so. Aber eine ziemlich ledierte Armbrust. Ja, den Fall. Ein Bolzen steckt drin, aber ist es. Ein Bolzen steckt drin, aber er hat keine Spitze. Was mache ich da? Ja, noch keine Ahnung, meine Liebe, noch keine Ahnung. Aber hier ist nochmal so eine Heilpflanze, eine Yingblume. Und hier brauchen wir Wasser. Ich brauche etwas sehr Dünnes. Ich glaube, mehr haben wir hier gerade aktuell nicht mehr. So, hier ist aber nichts mehr, oder? Ich glaube, da steckt etwas drin, aber ich muss die Rinde hochstemmen. Okay, das, so geht das nicht. Er hat ein Rad. Das hätte ich beinahe. Das hätte mich beinahe meine Finger gekostet. Magisches Pulver. Alright, gehen wir mal zum flüsternden Eis. Okay, ihn hat es auch schon zerledert. Das ist doch. Da ist doch etwas, aber ich kann es nicht richtig erkennen. Okay, Drachenschnurhaare. Auch das goldene Herz schützt mich vor Lava nicht. Ich glaube nicht, dass der Fuchs mich an die Körper lässt. Okay, da brauchen wir irgendein Drachensymbol. Okay, ich muss halt schauen, dass ich wieder irgendwas machen kann. Kann es sein, dass das mir helfen könnte? Nee. Okay, das sieht aus wie eine Melodie. Notenblatt. Das ist wahrscheinlich für die Glocken, aber wo waren die jetzt nochmal? Waren die in der Richtung? Die waren hier. Okay. Okay, da habe ich dieses eine Drachenfigur von 3. Lass mich raten. Ich kann nichts sehen. Ich sollte mir ein Licht besorgen. Man weiß ja nie. Okay, das ist auch wieder lustig. Okay, langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ja. Ich brauche trotzdem noch eine Prinzenblumen. Okay, was sagt die Karte? Die sagt wahrscheinlich mir gar nichts. Jetzt komme ich auch da oben ran. Ja, da kommen die Figuren. Hier ist die eine Nuss, die wir noch brauchen. Gut, aber ich weiß auch, wohin ich mit der Nuss hin muss.
Dann, oder? Doch, da bei den Topf dahin. Ja. Ja, jetzt brauche ich auch noch was, was mir die Nuss knacken tut, natürlich. Ist logisch. Vielleicht der Drachenkopf, der mir beinahe die Finger abgebissen hat. Ja, ich hätte es gewusst, als hätte ich es geahnt. Gewusst, geahnt. Und da brauche ich jetzt Beutelchen. Beutel mit Betäubungsmittel. Das hier, oder wie? Aber für was brauche ich jetzt ein Betäubungsmittel? Frag ich. Ah ja, wahrscheinlich für den Fuchs. Fürs Füchslein. Halt schläft der süße kleine Fuchs. Was habe ich jetzt bekommen? Gips, was? Gipsspreizer. Und ein Schöpf, eine Schöpfkelle. Okay, das bringt mich jetzt wohin? Gipsspreizer, Schöpfkelle. Ich habe keine Ahnung. Mir fehlt ja immer noch eine Blume. So. Mal, wenn ich jetzt hier wieder reingehe, ob mir das hier irgendwas bringt. Ja. Ja, okay. Das war wie so ein Fleck, wo man halt echt nicht gemeint hat, hey. Da ist was zu finden. Autsch, das piekt aber ordentlich. Ja, komm hier. Nimm. Also, wenn das jetzt nicht gegangen wäre, ich hätte die Frau sowas von erschlagen. Weil du hast schon einen Ritterhandschuh, der die Stacheln abwehrt. Die so, nein, ich will nicht meine Papierärmchen zerreißen sonst. So kommt mir das gerade so vor, ey. So. Wie war das nochmal? Links, rechts, links, links, rechts. Links, rechts, links, links, rechts. Links, rechts, links, links, rechts. Und das dann mit einem Filter in die Flasche. So, als nächstes, das haben wir abgehakt. Das haben wir auch abgehakt. Dann kommt diese Skorpionflasche hier rein. Also Skorpiongift. Und dann kommt das hier rein. Von der Pimpette. Gut, wo ist die Pimpette? Ja, ist mir klar, ich will die Pimpette haben. Das da rein. Warte. Und was haben wir jetzt daraus gemacht? Säure oder wie? Ein Allheilmittel. Thanks. I'm not sure why you saved my sorry hide, though. If I had known how powerful that jewel dye was, I never would have stolen it. I tried to fix all this. I followed that dragon here to the Fire Realm. He's building a giant terracotta army. I tried to throw a wrench in the works, but my plan backfired. We've got to stop him. Our situation is grave indeed, but we are running out of time.
We must act quickly. We must warn the other dragons. Let's split up. Go to the Fire Realm. There you'll find Hayo, the Fire Dragon. He may know how to stop the Terracotta Army. Otherwise, we won't even get near the Dragon King. Meanwhile, I'll find Jinshu. Here, take this as well. Good luck. Okay, ich hab gewusst, dass sie ein Drache ist. Oh, did you see that? She just turned into a dragon. Ja, ich hab geahnt, dass sie ein Drache ist. Ja? Ziehe den Stein bis zur Schwanzspitze des Salamanders, ohne die Linien zu überschreifen. Normale Drachenfiguren, aber da fehlt auch noch was. Ich habe ja gesagt, sie ist auch ein Drache. Ich hab's gewusst. So, jetzt nur die Frage, wo komme ich jetzt hier weiter? War das hier mit den drei Drachenfiguren? Irgendwo, ah genau, das war hier. Ja, nee, ist klar. Okay, ich denke mal... Ernsthaft, ist es ein Kack... Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, wieder so ein Kack-Schieberätsel. Ernsthaft? Really? Ach komm, muss das sein. Was habt ihr Wimmelbildentwickler immer mit euren bescheuerten Schieberätseln? Ja, okay, das kann sich auch nur um Jahre hinziehen. Hätte sich einfach ein Puzzle sein können. Moment, Freunde. Sorry für den kleinen Schnitt. Und wir kriegen das schöne Symbol hier. Genau, was wenn hier können wir den, haben wir jetzt den Lavahahn ausgedreht. Was? 1 und 4 Verzierungen. Ja, bravissimo. Ich muss irgendwie über diese Lava, oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Ich meine, wir haben einen Klöppel. Wie soll man denn jetzt da rüberkommen? Ich habe gerade keinen Schimmer. Wir müssen wieder zurück. Ah ja, gibt's, stimmt ja. Haben wieder ein schönes Wimmelbild. Und wir müssen erstmal einen Wolf zeichnen. Und da ist ein Hirsch, der ein bisschen kopflos ist. Hat jemand einen Stift für mich hier per Zufall oder einen Pinsel? Ist ja so im asiatischen Bereich so, ja hier, schaut mal, Pinsel. Möglich, der sieht als Okami aus, der Wolf. Dann eine Halskette. Ein Planet. Ein Tintenfisch, den muss ich schnell mitnehmen, sonst wird er aufgegessen. Und Kristalle. Ui, ich hab's gewusst. Okay, irgendwas mit Lippenstift und Zigarette, Angel und so. Fisch wahrscheinlich, das mit der Angel. Hirschkäfer wegen dem Geweih. Irgendwas... Ja, okay, es gibt Aschenbecher in Form von Fröschen, aber... Wird wahrscheinlich nicht gezählt. Man, da wird die Pfeife aber... Ich habe weder Arme noch Beine, doch ich bin ein gefürchteter Gegner. Eine Schlange? Dam, 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 dam.
Oh, jetzt kommt wieder was. Hinter wen war der Erddrache her? War das nicht Huhu, der Drache des Feuers? Sorry, wenn ich japanische Namen nicht richtig aussprechen kann. Die sind ein bisschen complicated. So, gleiches Spiel wie bei der Echse. Ja, fast, komm. So, und was kriegen wir hier? Eine Sammlung von irgendwelchen Pflanzen. Und da weiß ich auch schon, wohin damit. Wo war das mit dieser Höhle wieder? Hier war das. Weil ich denke mal, das leuchtet erst so. Kann ich hier die Kiste rausnehmen und den Kristall hier mitnehmen, den Eiskristall. So, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit den Eiskristallen machen soll. Wahrscheinlich hier die Lava zum Erlischen bringen. Jetzt kann ich mich hier durch. You are as fickle and foolish as ever, even in battle. Just two more dragons left. You know what happens next. You've won this battle, but not the war. Come back here and fight me! Do you hear me? Oh, der ist da eingesperrt worden, ha? Huh? Wo ist hier? Er muss hier oben im Turm sein. Ja, okay, meine Freunde, ich sehe aber, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Hier oben kommt jetzt so einen weiteren Wimmelbildabenteuer von mir. Und dann sage ich mal, bis bald.